Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Firma Freizeitmobile von der Kammer GmbH. Wir stehen hier im Dezember bei wunderschönem, kalten, feuchten Herbst-Winterwetter vor dem Hobby Optima und Tour V65 GE, Modelljahr 2022. Viele kennen das Auto schon, wir haben auch schon Videos gemacht von dem letztjährigen Modell. Wir haben hier einen teilintegrierten in etwas schmalerer Bauform. Wir haben hier also eine Gesamtbreite von 2,16 Meter und eine Länge von 6,78 Meter. In diesem Fall haben wir hier den Einzelbettengrundriss und es gibt den Edition auch noch in der Version mit dem Querbett hinten und die VQ-Variante mit dem Queensbett. Wir gehen jetzt mal einmal außen rum, gucken mal einmal, was dieser hier so alles mit an Bord hat. Bei diesem Sondermodell ist im Prinzip die Ausstattung schon relativ komplett, ohne dass man da jetzt was dazu buchen muss. Also dieses Auto hat bis auf die Frachtkosten auf dem Preisschild kein einziges extra stehen. So wie er hier steht, steht er trotzdem da mit 16 Zoll Alufelgen. Wir haben, wie wir sehen können, die Thule Omnisource-Markise direkt ab Werk mit dabei. Wenn wir hier mal das Gasfach aufmachen, können wir auch sehen, das ist auch nicht unbedingt Standard, wie man es vermuten dürfte, sondern hier haben wir den Gasflaschenauszug mit dabei, sodass wir hier ganz bequem zwei 11 Kilo Flaschen draufstellen können, festzurren können und entsprechend hinterher verzurrt und angeschlossen reinschieben können. Auch eine Vorrichtung für eine Gasumschaltanlage ist an diesem Halter hier schon montiert. Serienmäßig kommt das Auto mit einem normalen Flaschenregler, aber wer den Wunsch hat, das mit einer Umschaltanlage zu bestellen, auch da haben wir die Möglichkeit. Dann machen wir hier zu. Auch die Heckgarage kommt natürlich recht gut ausgestattet schon daher. Wir haben also hier den Stauraum versehen mit Zurrmöglichkeit. Also wir haben Zurrschienen mit schraubbaren und verschiebbaren Ösen hier drin installiert. Wir haben auch Beleuchtung hier hinten mit drin und wir haben auch eine zweite Garagenklappe auf der Fahrerseite serienmäßig mit dabei. Der Stauraum hier hinten ist natürlich auch beheizt, sodass wir hier auch im Winter und in der kühleren Jahreszeit ein paar Getränke oder ähnliches unterbringen können, ohne dass die Gefahr ist, dass irgendwas einfriert. Das Heck von unserem Optima On Tour Edition, da oben steht es auch noch mal schön dran. Finde ich persönlich wirklich von der Form, Sprache her wirklich ganz schön gelöst. Mit diesen dicken, stabilen Kantleisten, die wir haben, unserem Heckleuchtenträger, diesem Designaufkleber oben, in dem wir natürlich auch entdecken, wir haben hier eine Rückfahrkamera mit dabei, auch die ist Serienbestandteil von diesem Fahrzeug. Vorne im Armaturenbrett das entsprechende Navi dazu. Das ist auch eine Neuheit zum Modelljahr 21, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja, wenn wir hier gucken, auf der Seite nicht mehr allzu viel Spannendes. Hier haben wir noch die Toilette. Das ist natürlich, wie wir es kennen, eine Tedford C220 Kassettentoilette. Natürlich mit den Rädern dran, sodass wir die hinter uns herziehen können. Und dann haben wir natürlich noch die Einspeisung für Landstrom und hier die Befüllung für den Wassertank. Und ich würde sagen, drin ist nicht ganz so kalt, deswegen gehen wir jetzt mal rein. So, jetzt sitzen wir hier drin in unserem 2022er Optima On Tour Edition. Wie wir sehen, richtig viel geändert hat sich nicht, aber wie sagt man so schön, don't stop a running system. Das war auch gar nicht unbedingt nötig. Man hat ein paar kleine Detailverbesserungen vorgenommen, wie zum Beispiel hier vorne zu sehen ist. Aber wir gehen erstmal grundsätzlich aufs Chassis drauf ein. Wir haben hier den On Tour Edition aufgebaut auf dem Citroën Jumper. In diesem Fall ist es die 3,5 Tonnen Variante, den man also auch mit dem normalen B-Führerschein bewegen kann. Ein Upgrade gab es im Bereich des Radios, sprich Navigationssystem. Das ist bei diesem Fahrzeug ja in der Serie enthalten. Im vergangenen Modelljahr war es ein etwas kleineres Gerät aus dem Hause Blaupunkt. Jetzt haben wir hier ein Upgrade bekommen, ein größeres Gerät mit einem etwas vorgelagerten Monitor aus dem Hause Pioneer. Von der Bedienung sicherlich noch mal ein bisschen schöner, weil halt größere Bildschirme. Wir haben hier eine Schnellwahltaste direkt unten mit drauf, sodass wir auch gleich die Rückfahrkamera sehen können und auch während der Fahrt uns das Bild auf den Bildschirm holen können, ohne dass wir den Rückwärtsgang einlegen. Ansonsten hat sich beim Citroën-Chassis vorne tatsächlich nichts geändert. Das ist im Prinzip alles gleich zum Modelljahr zuvor. Also rein optisch gesehen hier im Prinzip alles wie bei dem Vorgänger. Wenn wir uns ansonsten hier im Bereich Sitzgruppe das Fahrzeug angucken, wir haben hier den serienmäßigen Polsterstoff, worauf wir vielleicht noch eingehen können. Wir haben hier vorne im Fahrerhaus natürlich die Verdunklung, also das Remi-Faltverdunklungssystem für Front- und Seitenscheibe serienmäßig mit an Bord.
Die Fahrersitze sind natürlich serienmäßig im Wohnraumstoff bezogen und wir haben auch serienmäßig hier oben das Skyview-Fenster hier über der Sitzkuppe, was natürlich gerade bei so einem etwas kompakteren Auto sehr, sehr schön ist, weil wir viel Licht und auch entsprechend Luft noch reinbekommen, weil dieses Fenster ebenfalls zu öffnen ist. Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite der Sitzgruppe gucken, können wir sehen, hier oben haben wir den Fernseher montiert. Wir haben hier ab Werk eine Teleco-Sat-Antenne mit dem passenden Teleco-Fernseher. Das Ganze ist hier an einem Schwenkhalter montiert. Wir haben also auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal auszuziehen. Wir können also das TV-Gerät rausziehen, können das Ganze umdrehen. Ich gehe noch ein Stückchen weiter raus, sodass wir im Prinzip auch die Möglichkeit haben, von hinten TV zu schauen. Gesteuert wird das Ganze alles über eine Fernbedienung, heißt, ich habe nicht irgendwo hier noch ein Knöpfchen und da noch ein Knöpfchen, sondern ich bediene das ganze System im Prinzip über die Fernbedienung des Fernsehers. Hier über mir, hier im Wohnbereich, haben wir auch eine größere Haube, das ist das Dometic Midiheki 50x70, bringt natürlich auch Licht und Luft rein. Hinten über dem Bett haben wir dann das Miniheki mit 40x40. Wenn wir uns die Schränke hier angucken, haben wir natürlich hier noch eine ganze Menge Stauraum. Borden dürfen natürlich da nicht fehlen, das ist alles selbstverständlich mit dabei. Wenn wir über die Türe gucken, können wir sehen, wir haben hier ein neues Bedienpanel. Das ist verändert zum Modelljahr zuvor. Von den Funktionen her ist es im Prinzip gleich, von der Optik ist es etwas anders. Wir haben bei diesem Auto die standardmäßige Türe, einpunktverriegelt ohne Fenster, sodass wir hier noch eine Garderobe haben, die wir nutzen können. Optional kann man das Auto noch ausstatten mit der doppelt verriegelten Tür mit Fenster. Auch Küche, alles Serie, so wie es hier steht. Kocher-Spülen-Kombi aus dem Hause Dometic. Dreiflammig, elektrische Zündung, also es fehlt hier quasi an nichts. Wir haben einen relativ großen Oberschrank mit viel Platz drin. Wir haben hier in der Mitte nochmal, einfach mit dieser Jalousietüre, da kriege ich also eine ganze Menge rein. Und auch im unteren Bereich habe ich hier nochmal Schubladen in haushaltsüblicher Qualität. Also das ist wirklich wie zu Hause in der Küche. Hier haben natürlich alles Softclose. Und hier oben haben wir eine große Besteckeinsatz natürlich gleich integriert. Und auch die Gasabsperrhähne sind da zentral angeordnet, sodass wir da gut alles zugänglich haben. In der Mitte haben wir nochmal so ein bisschen offene Ablage, wo wir ein paar Geschirrhandtücher oder ähnliches unterbringen können. Und hier geht es nochmal weiter mit weiteren Schubladen. Ein Stück weiter nach hinten. Hoppala, da geht es wieder zu. Und da haben wir noch einfach unter dem Kühlschrank. Da haben wir also ein bisschen Elektrik drin, aber im vorderen Bereich auch noch ein bisschen Platz, den wir noch als Stauraum nutzen können. Über dem Kühlschrank haben wir auch noch mal ein großes Fach, was zur freien Verfügung steht. Und wir haben ja den schönen Dometic Slim Tower, schön ergonomisch auf Augenhöhe und Griffhöhe, sodass wir den komplett vernünftig im Stehen bedienen und bestücken können. Bei diesem Grundriss jetzt nicht ganz so wichtig, aber man kann diese Türe von beiden Seiten öffnen, falls ich mein kaltes Getränk vom Bett aus mir rausholen möchte. Wir haben ja auch einen AES-Kühlschrank, sprich der schaltet automatisch um, wenn ich ihn im Automatikbetrieb habe. Läuft auf 12 Volt während der Fahrt, 230 Volt bei Landstromanschluss und wenn ich autark unterwegs bin, dann läuft und kühlt dieser über den Gasbetrieb. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Schwenk und gucken mal ins Bad. Wenn wir da reinschauen, können wir sehen, wir haben hier eine großzügige Nasszelle mit einem vernünftigen Waschbecken, wo wir auch keine störenden Kanten drüber haben, sodass wir uns den Kopf da stoßen. Wir haben auch wirklich eine vernünftige Möglichkeit, hier eine Dusche draus zu machen. Und das zeigen wir euch jetzt gleich nochmal in einem separaten Schwenk. So, jetzt haben wir hier einmal die Lamellentüre zum Teil rumgezogen, mal angedeutet, wie es aussieht, wenn es geschlossen ist. Wir haben die Faltwand, die im Prinzip die Toilette verdeckt. Und somit haben wir hier auch trotz der Kompaktheit des Autos wirklich eine schöne, kompakte Duschmöglichkeit, ohne dass wir alles nass machen. So, jetzt sehen wir, sitzen wir hier im Schlafabteil vom V65 GE On-Tour Edition aus dem Hause Hobby. Wir haben hier die Längseinzelbetten serienmäßig mit dem Fenster auf der rechten Seite. Auf der linken Seite können wir sehen, wie gesagt, das Auto ist komplett in der Serie, so wie er hier steht. Haben wir kein Fenster, das wäre aber optional auch dazu buchbar. Dachhaube 40x40, habe ich gerade eben schon mal gesagt, sodass wir hier hinten auch Licht und Luft reinkriegen.
Was ich immer wirklich schön finde und viel, viel Stauraum bringt, ist natürlich, wenn man den Möbelbau, wie Hobby es in diesem Fall macht, wirklich komplett rumzieht. Also nicht nur an der Heckwand Schränke installiert, sondern auch nochmal links und rechts. Somit haben wir also hier wirklich Stauraum satt. Ohne Ende könnte man fast sagen, denn wir reden ja hier über ein kompaktes Auto, was für zwei Personen im Prinzip gebaut ist. Da kriegt man also sicherlich mehr Kleidung unter, als man tatsächlich brauchen kann. Einzelbetten, wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze auch noch nach vorne auszuziehen. Zeigen wir gleich noch mal kurz, dafür liegt noch dieser Matratzenwürfel hier hinter mir. Der schließt diese Lücke, sodass wir hier auch eine große Liegewiese draus machen können. Und wir messen jetzt noch mal einmal kurz die Bette für euch noch mal nach. Wenn wir jetzt hier messen von der Blende zum Fußende, sind wir dabei 1,84 Meter knapp und auf der anderen Seite, wo sind wir? Soll ich den Vorhang da am Weg haben? So, da müssen wir hin. Da haben wir 1,92 Meter. Das noch mal einmal nach. Ja, 1,92 Meter. Das passt auf jeden Fall für die meisten von uns. Und wie gesagt, ansonsten, man hat auch noch die Möglichkeit, hier vorne etwas auszuziehen. Da kommt dann auch gleich die passende Leiter zum Vorschein, die wir da einhängen können, um dann entsprechend hier oben aufs Bett zu kommen. Und somit haben wir dann hier eine riesengroße Liegewiese. Kleiderschrankraum ist natürlich auch nicht unwichtig. Haben wir hier natürlich auch an Bord. Einmal auf der Beifahrer, einmal auf der Fahrerseite, einmal für hängende Garderobe, einmal mit Borten. Jetzt knistert es natürlich ein bisschen. Wir können hier nochmal drunter schauen. Da haben wir noch ein großes Staufach, was wir von oben bestücken können. Das hält auch so. Da ist also ein Gasdruckdämpfer dran, sodass wir entsprechend das Ganze auch nachher mit Bettzeug drauf bedienen können. Wie wir sehen können, wir haben hier kein klassisches Holzlattenrost, sondern wir haben hier diese Kunststoffleisten, federt natürlich sehr, sehr gut, sodass wir natürlich hier im Urlaub auch angenehm gebettet liegen können. Und ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal einen Schwenk und gehen nochmal nach vorne. So, wie immer am Ende sitzen wir hier wieder in unserer Sitzgruppe, diesmal auf der anderen Seite. Hier können wir noch sehen, die Tischplatte hat noch was zum Rausschwenken, sodass wir hier auch, wenn wir mal zu dritt hier sitzen sollten oder vielleicht sogar zu viert, auch vernünftig am Tisch sitzen und essen können. Auch der Beifahrersitz hat dann im Prinzip den Tisch vor sich. Ansonsten haben wir viel gesehen. Ausstattung hat das Auto, wie gesagt, ab Werk eine ganze Menge. Das jetzt alles aufzuzählen, wäre jetzt vermutlich ein bisschen viel und wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Dementsprechend schreiben wir das unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Mal einmal so die wichtigsten Dinge, die wir hier mit an Bord haben. Wir haben hier immer serienmäßig den 140 PS Motor mit drin. Wir haben die Markise mit dabei. Wir haben die Plissé-Verdunklung mit drin. Wir haben die SAT-Antenne mit dem Fernseher haben wir mit dabei. Wir haben das Navigationssystem mit der Rückfahrkamera an Bord. Wir haben eine Thoma Kombi 6 Heizung mit dem CP Plus Bedienpanel dabei und. Also noch eine ganze Menge mehr, aber das könnt ihr unten nochmal nachlesen. Preislich gesehen sind wir bei diesem Fahrzeug bei einem Listenpreis, Modelljahr 2022, Preisliste 2. Da gab es schon mal ein kleines Upgrade leider bei 63.600 Euro inklusive Fracht und Überführung, inklusive der ganzen Ausstattung, so wie ihr das Auto hier jetzt gesehen habt. Wenn euch das Auto gefallen hat, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und für den Algorithmus und damit ihr vor allem die nächsten Videos nicht verpasst, würde ich mich sehr freuen, wenn es ein Abo gibt, sodass ihr dann jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von uns hochgeladen worden ist. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video.